Das ist ein Fasten, wie ich es wünsche. Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht Gott der Herr. Rufe aus voller Kehle, halte dich nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie ein Widerhorn. Halt meinem Volk seine Vergehen vor und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich Tag für Tag und haben daran gefallen, meine Wege zu erkennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und vom Recht ihres Gottes nicht ablässt, so fordern sie von mir gerechte Entscheide und haben an Gottes Nähe gefallen. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum haben wir uns gedemütigt und du weißt es nicht? Seht, an euren Fasttagen macht ihr Geschäfte und alle eure Arbeiter treibt ihr an. Seht, ihr fastet und es gibt Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. So wie ihr jetzt fastet, verschafft ihr eurer Stimme droben kein Gehör. Ist das ein Fasten, wie ich es wünsche? Ein Tag, an dem sich der Mensch demütigt, wenn man den Kopf hängen lässt wie eine Binse, wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt, nennst du das ein Fasten und einen Tag, der dem Herrn gefällt? Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche? Die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, dem Hungrigen dein Brot zu brechen, obdachlose Arme ins Haus aufzunehmen? Wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen, dann wird dein Licht hervorbrechen wie das Morgenrot und deine Heilung wird schnell gedeihen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wort des lebendigen Gottes. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld. Tilge meine Frevler nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab. Und mach mich rein von meiner Sünde. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschämen. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschämen. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du kein Gefallen. Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes Herz und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verschmähen. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz.
Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Taufers zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste treuen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein. Dann werden sie fasten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. So, we are in the third day of our retreat. Wir sind bereits am dritten Tag unserer Exerzitien. So we are continuing the theme of Jesus' cross. Also wir setzen das Thema des Kreuzes Jesu fort. The Holy Cross, the power of the cross. Das Heilige Kreuz, die Kraft des Kreuzes. How Jesus gave us salvation through his cross. Wie Jesus uns erlöst hat durch das Kreuz. So in the first reading we know the church is giving us the theme of fasting. Also in der ersten Lesung gibt uns heute das Thema des Fastens vor. So we have read from 1 to 9. Wir haben gelesen aus Jesaja die Verse 1 bis 9. Yeah. But it is the complete thing is till 12. Aber das, wenn wir das komplett lesen würden, würde es bis zum Vers 12 gehen. So here we see what kind of fast God is expecting from us. Und wir sehen hier, es wird ganz genau beschrieben, was für eine Art von Fasten Gott von uns erwartet. There are 8 things mentioned in the gospel in the Bible. Also in dieser Lesung in der Heiligen Schrift sind 8 Dinge erwähnt. So is not this the sort of fast that Jesus me? Ist das nicht ein Fasten, wie ich es wünsche? To break unjust fetters. Die Fesseln des Unrechts zu lösen, erstens. To undo the thongs of the yoke. Zweitens, die Stricke des Jochs zu entfernen. Third, to let the oppressed go free. Drittens, Unterdrückte freizulassen. Fourth, to break all yokes. Viertens, jedes Joch zu zerbrechen. And the sixth, is it not sharing your food with the hungry? Dem Hungrigen dein Brot zu brechen, sechstens. And sheltering the homeless, siebtens, Obdachlose ins Haus aufzunehmen. If you see someone lacking clothes, to clothe them. Einen Nackten, den du siehst, zu bekleiden. And do not to turn away from your own kin. Und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen. So these are the 8 things which is mentioned. Das sind die 8 Dinge, die dort erwähnt werden. No? This is word of God. Das ist Wort Gottes. So this is actually what God wants from fasting. Also das ist das, was Gott vom Fasten erwartet. No? You know, the church gives 3 things during fast in this Lenten period. No? Und die Kirche gibt uns 3 Dinge während dieser Fastenzeit. Prayer, fasting and almsgiving. Also Gebet, Fasten und Almosen. See, prayer is my relationship with God. Also das Gebet ist meine Beziehung zu Gott. Almsgiving is my relationship with my neighbors. Almosen geben, da geht es um die Beziehung zu meinem Nächsten. And fasting is for myself, no? Und das Fasten ist für mich selbst, ist für meinen eigenen Nutzen. So,
for towards God, towards others, and for myself. Also, in die Fastenzeit bezieht sich etwas für Gott zu tun, für die anderen und für mich selber. No, that is it. So, here God is giving eight things to be done. Und hier in der Lesung haben wir 8 Dinge, die Gott uns bittet zu tun. But he is not just asking to do these 8 things. Aber er bittet uns nicht sofort alle 8 Dinge zu tun. But immediately after that he tells something. Aber nachdem er diese Dinge aufgeführt hat, sagt er sofort etwas. So after telling this he tells. Nachdem er das alles aufgeführt hat, sagt if er. If you do this. Wenn du das tust. Then the following promises. Und dann folgen die folgenden Versprechungen. So we have read only 2 or 3 promises, but there are a list. Also wir haben jetzt eben in der Lesung, die wir gehört haben, nur 2 oder 3 von diesen Verheißungen gehört, aber es gibt eine ganze Liste. So if you do this, then. Also wenn du das tust, in dieser Art und Weise fastest, dann. Yes. Then first, your light will blaze out like the dawn. Dann wird erstmal dein Licht aufleuchten wie das Morgenrot. Next, your wound would be quickly healed over. Deine Heilung wird schnell vor sich gehen. It is not mentioned your wound will be healed over. It is mentioned your wound would be quickly healed over. Also es heißt nicht, deine Wunden werden dann geheilt, sondern es heißt, deine Wunden werden schnell geheilt. It's the word of God. Das ist das Wort Gottes. So if any of us want healing, what we should do? Also, wenn jemand von uns wirklich geheilt werden möchte, was soll er dann tun? No, follow what the Lord has said. Also, dann befolgen wir das, was der Herr uns hier gesagt hat. 8 things God has said. 8 Dinge hat Gott uns gesagt. No, do that. Tun wir das. If you do what will happen, our wounds, our sickness immediately will go. That is the word of God. Das Wort Gottes sagt uns, wenn wir diese Dinge befolgen, dann wird unsere Krankheit, unsere Heilung, sie wird schnell geschehen. Heaven and earth will go away, but his words will not go away. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. His word won't change. Sein Wort wird sich nicht verändern. Okay. So, second promise is your wound will be quickly healed. Also das war jetzt die 2. Verheißung. Deine Wunden werden schnell heilen. And saving justice will go over you. Deine Gerechtigkeit geht dir voran. And Yahweh's glory will come behind you. Und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. No, God will be there with you. Gott wird da mit dir sein. Er wird dir hinterhergehen. Then you will cry for help. Und wenn du dann um Hilfe rufst, Yahweh will answer. Dann wird Gott dir antworten. You will call. Du wirst rufen. And he will say, I am here. Und dann wird er sagen, ich bin doch hier. This is what we have read today. Das haben wir heute gelesen. See the promises. Seht ihr, solch eine Versprechungen, Verheißungen. Your light will shine out. Dein Licht wird hervorbrechen. Your wounds will be healed quickly. Deine Wunden werden schnell heilen. And God will be going behind you. Und die Herrlichkeit Gottes geht hinter dir her. Whenever you cry, he will answer. Wann immer du ihn rufst, wird er dir antworten. And whenever you call, he will say, I am with you, I am here, I am with you. Und wenn du ihn rufst, wird er sagen, ich bin doch hier, ich bin mit dir. Not finished. Und das ist noch nicht zu Ende. We finished the reading with that, but also there is some heute in der Messe hat es hier aufgehört, aber es ist noch nicht zu Ende. Would you like to hear? Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Shall we? Yes. Then God says. Dann sagt Gott. If you deprive yourself for the hungry. Also deprive. Isaiah 58. So before Brother Thomas was telling, you know, if you want to know exactly what it is, if you have a doubt, you should read before and after. So we are reading after. Thomas Paul hat vorhin erklärt, wenn wir irgendwelche Zweifel haben, wenn wir das lesen, dann sollen wir ruhig ein bisschen weiter vorwärts oder ein bisschen später lesen. Und wir lesen jetzt ein bisschen später. Okay.
58. Dem Hungrigen, wenn du dem Hungrigen dein Brot reichst. And satisfy the needs of the afflicted. Und den Darmenden satt machst. Your light will rise in the darkness. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten. And your darkest hour will be like noon. Und deine Finsternis, die du in dir hast, sie wird hell wie der Mittag. And next verse. Und dann der nächste Vers. Yahweh, God will always guide you. Der Herr wird dich immer führen. Not one day, two day, always guide you. Also nicht einen Tag oder noch einen zweiten Tag. Der Herr wird dich immer führen. So who will be your guide? Also wer wird dein Führer, dein Begleiter sein? God will be your guide. Gott. And will satisfy your needs. Er wird dich im dürren Land satt machen. And he will give strength to your bones. Er wird deine Glieder stärken. And you will be like a watered garden. Und dann wirst du einem bewässerten Garten gleichen. Whose water never run dry. Deren Wasser niemals versiegen. And your ancient ruins will be rebuilt. Deine Leute bauen die uralten Trümmerstätten wieder auf. You will be called bridge mender. Und man nennt dich den Maurer. So many blessings. So viel Segen. So many blessings. So viel Segen. So let's look it over again. Schauen wir noch einmal drüber. So what are the things he is asking? He was asking 8 things, no? Also erinnern wir uns an die 8 Dinge, um die uns Gott bittet. And then we heard, no, to give food to the hungry, give shelter to the poor, clothe the naked. Die Armen, die Hungrigen zu essen zu geben, die Nackten zu bekleiden, den Armen ein Obdach zu geben. Have you heard this somewhere in the New Testament? Habt ihr das schon irgendwo im Neuen Testament gehört? Wer? No. Beatitudes? No. No. Ich beim Endgericht. Ich war nicht getan hat. Yes. No? No, Jesus says, when I was hungry, you fed me. Jesus hat gesagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. When I was thirsty, you gave me drink. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. And when I was naked, als you ich clothed nackt war, me. Habt ihr mich bekleidet. See, what is that? Was ist das? That is what we will be asked when we reach heaven. Und das wird, damit werden wir konfrontiert, wenn wir in den Himmel kommen. Because this is what Jesus has said. Das hat Jesus gesagt. No? Last judgment. Beim letzten Gericht. We will be judged based on love. Wir werden gerichtet nach dem Maß unserer Liebe. That's why Saint John of the Cross says. Und das hat Johannes vom Kreuz gesagt. At the evening of our lives, we will be judged based on love. Am Ende unseres Lebens werden wir gerichtet nach der Liebe. It is not based on how many times you have fasted. Das Gericht wird uns nicht fragen, wie oft wir gefastet haben. How many times you prayed, how many rosaries, no? Es wird auch nicht gefragt werden, wie viele Rosenkränze hast du gebetet. No, Jesus says. Jesus sagt. He will ask. Er wird fragen. When I was hungry, did you feed? Ich war hungrig, habt ihr mir zu essen gegeben? So these acts of mercy, so we will be judged based on love. Also diese Werke der Barmherzigkeit und wir werden gerichtet und beurteilt werden nach unserer Liebe, nach dem Maß unserer yeah. Liebe. And this month when we began the Lent, Pope Francis gave this message. Und als wir jetzt diese Fastenzeit begonnen haben, hat Papst Franziskus uns diese Botschaft gegeben. No, he was asking 2 questions. Er hat 2 Fragen gestellt. No, the 2 questions are interesting questions. Sehr interessante Fragen. First question is the first question in the Bible.
Die erste Frage, die er stellt, ist auch die erste Frage, die in der Heiligen Schrift gestellt wird. What is the first question in the Bible? Adam, wo bist du? Ja, where are you? Wo bist du? Adam, wo bist du? Where are you? Wo bist du? Who is asking? Wer fragt das? No, God is asking. Gott fragt das. Because he has gone away from the Lord. Weil Adam hat sich von Gott entfernt. Where are you? How is your relationship with God? Wie ist eure Beziehung zu Gott? Wo bist du? Then you, we will see a second question. Dann kommt die zweite Frage. What is it? Auch in the Bible? Yeah, in the Bible. Also, after this question, after some time, we will see a second question. Also in der Heiligen Schrift, nachdem Gott gefragt hat, wo bist du, kommt kurze Zeit später die zweite Frage. Okay, after that. Noch später? Okay. Yes, where is your brother? Wo ist dein Bruder? Where is your brother? Wo ist dein Bruder? These are the two questions Pope Francis was telling. Diese beiden Fragen hat Papst Franziskus uns allen zu Beginn der Fastenzeit gestellt. First, where are you? Wo bist du zuerst? Second, where is your brother? Und das zweite, wo ist dein Bruder? No? Love of God and love of neighbor. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. No? Both are same. Beides ist das Gleiche. One cannot exist without the other. Das eine geht nicht ohne das andere. Where are you? Wo bist du? Where is your brother? Wo ist dein Nächster? So that is what we see here. Und das haben wir genau hier in diesem Text auch gesehen. No? So then what happened? Und was geschieht dann? No, we have seen the promises. Wir haben die Verheißungen gesehen. No, you will become a light. You will become a blessing. Dein Licht wird hervorbrechen. Du wirst zu einem Segen werden. You will become the breach mentor. Du wirst ein Baumeister, ein Maurer. No. Ja. Means you will become, no, because of you, lot of maybe damages will be avoided, disaster will be diverted. Durch dich wird so viel Unheil aufgehoben, so viel Zerbrochenes wird wieder aufgebaut. And he says, und dann sagt er, whenever you cry, wenn immer du schreist und rufst zu mir, he will answer. Ich werde dir antworten. And whenever you call, und wenn du mich rufst, he will say, dann werde ich sagen, here I am. Ich bin da. Let's take Isaiah chapter 30, verse 19 and 20. Nehmen wir jetzt mal Jesaja 30, die Verse 19 und 20. We hear, yeah, yes, people of Zion living in Jerusalem, you will weep no more. He will be gracious to you when your cry for help rings out. Ja, du Volk auf dem Berg Zion, das in Jerusalem wohnt, du brauchst jetzt nicht mehr zu weinen. Der Herr ist dir gnädig, wenn du um Hilfe schreist. As soon as he hears this, he will answer you. Er wird dir antworten, sobald er dich hört. And when the Lord has given you the bread of suffering and the water of distress, auch wenn dir der Herr bisher nur wenig Brot und nicht genug Wasser gab, he who is your teacher will hide no longer. So wird er, dein Lehrer, sich nicht mehr verbergen. And you will see your teacher with your own eyes. Deine Augen werden deinen Lehrer sehen. And your ears will hear these words from behind. Deine Ohren werden es hören, wenn er dir nachruft. No, what did we hear before? God will be there behind you. Und eben haben wir es doch gerade gehört. Gott wird seine Herrlichkeit so wird hinter dir herleben. Your ears will hear these words behind you. Und auch hier steht es, deine Ohren werden es hören, was er dir nachruft. This is the way, keep to it. Hier ist der Weg, auf ihm müsst ihr gehen. Whether you turn right or to the left. Auch wenn ihr selbst lieber rechts oder links gehen wollt. So, the promise is God will be there behind you and he will always guide you. Also das Versprechen ist, dass die Herrlichkeit Gottes immer hinter dir ist und dass Gott dich immer führen wird. So, when you have to take right or left, you don't know what God will do. He will tell which one to choose because he is the guide.
Also, wenn du nicht weißt, ob du rechts oder links gehen wirst, dann höre, Gott wird es dir sagen, weil er ist doch jetzt dein Führer. That's God. Du bist Gott. That is what happens when we follow what the Lord has mentioned there. Und das geschieht, wenn wir das befolgen, was Gott da vorhin alles erwähnt hat. And he's a God who always hears the cry. Und er ist ein Gott, der immer unseren Hilferuf hört. And Pope Francis says, und noch einmal, Papst Franziskus sagt, remember the Israelites. Erinnert euch an die Israeliten. They cried when they were in Egypt. Sie haben geschrien, als sie in Ägypten waren. Und geweint. And it was God who took the first step, who heard the cry. Und es war Gott, der dann den ersten Schritt getan hat, als sie ihr Schreien gehört hat. So Pope Francis is telling, our God is a God who hears, who acts. So sagt uns Franziskus, Gott, unser Gott ist ein Gott, der uns hört, der auch handelt, der etwas tut. And he's the one who takes the first step. Und er ist derjenige, der immer den ersten Schritt macht. So because in Exodus 3:7 we hear. Und schauen wir mal, was wir in Exodus 3:7 lesen. God then said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying for help on account of their taskmasters. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Nein. Yes, indeed, the Israelites' cry for help has reached me. Jetzt ist die laute Klage über die Israeliten zu mir gedrungen. So now I am sending you to Pharaoh for you to bring my people Israel out of Egypt. Und jetzt geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus. No? So God will act. Gott ist es, der agiert, der etwas tut. But he wants hands, he wants feet, he wants mouth. Aber er braucht Hände, er braucht Füße, er braucht einen Mund. But it should be us. Und das sollen wir sein. No, see, that's why he is sending Moses. Deswegen schickt er doch den Mose. Then you become a light to the nations. Dann du wirst zum Licht der Nationen, sagt er zu ihm. Then we will become a blessing. Und wir werden zum Segen. No? And in the New Testament we were, no, Jesus was telling about no fasting. Und im Neuen Testament haben wir darüber gehört, dass Jesus gesagt hat, sie werden nicht fasten. Yeah. Fasting should come out of love, not under compulsion. Also das Fasten soll nicht von außen auferlegt werden, sondern es soll aus der Liebe heraus geschehen. Out of love. Aus der Liebe. No, why do I fast? Warum faste ich? No, in order to control the desires of my flesh. Um die Sehnsüchte, die Gelüste meines Fleisches zu kontrollieren. And to fulfill the desires of the spirit. Und um das Verlangen des Geistes zu erfüllen. No? So if I want to come closer to the Lord, then I will fast. Also, wenn ich dem Herrn wirklich näher kommen will, dann faste ich. So today the church is giving us this message. Und diese Botschaft gibt uns die Kirche heute. If you want healing. Wenn du Heilung möchtest. No, if you want God to be your guide. Wenn du möchtest, dass Gott dich wirklich führt. If you want to hear him talking to you. Wenn du hören willst, wie Gott zu dir spricht. Then. Dann. Be near to your neighbor. Dann sei deinem Nächsten ganz nah. Be a blessing to your neighbor. Dann werde ein Segen für deinen Nächsten. Because when we give a help, extend a help to a neighbor, we are extending it to Jesus. Also, wenn wir einem anderen Hilfe geben, wenn wir unserem Nächsten helfen, dann helfen wir Jesus. Then this good Lord, out of his mercy, will press down, shake and press down and shower his blessing, his life in abundance. Und dann wird uns unser guter Gott mit Barmherzigkeit, mit Liebe überhäufen und es in uns hineingeben. May the good Lord, with the intercession of our blessed mother, help us also to become a blessing for our neighbors. Und möge der Herr uns auf die Fürsprache der Mutter Gottes helfen, dass wir wirklich zum Segen für unseren Nächsten werden. Amen. Amen.